Ihm acht, so lautet Dario Fos Credo, fürchtet nichts mehr als das Lachen. 40 Mal wurde die Theaterlegende wegen angeblicher Verhöhnung vor Gericht zitiert. Sein Blick zurück, nicht im Zorn. Sein Blick in Richtung Religion. Ich bin ein Anhänger Darwins. Ich will also immer verstehen, was passiert. Ich will wissen, warum etwas passiert. Doch leider muss ich mir in vielen Fällen eingestehen, ich verstehe nichts mehr. Und das überrascht, bestürzt mich. Es berührt mich und lässt mich zweifeln. Aber gut, es lebe der Zweifel. Ja, es lebe der Zweifel. Viva il dubbio. Viva il dubbio.